Überraschung! Hola, chicos y chicas! Die Annemarie kommt und das bedeutet eigentlich leider für uns nichts Gutes. Buenos dias, ihr Lieben. Ihr wisst ja, wenn ich hier bin, dann geht es richtig um was. Wir spielen jetzt ein richtig schönes Love Game miteinander. Die erste Besonderheit ist, ihr spielt nicht als Couples gegeneinander, sondern als Teams. Die zweite Besonderheit ist, der Ausgang des Games hat krasse Konsequenzen für das Gewinnerteam und das Verliererteam. Wer mit wem in einem Team ist, findet ihr jetzt im Schlafzimmer heraus. Geil! Dort liegen auch eure Team-Outfits. Wie cool! Also, wir sehen uns gleich auf der Spielwiese. Ich bin sehr gespannt auf eure Looks. Killing Darth Vader with my motherfucking kickdrum. Zack, zack, ne? Beim heutigen Love Game treten die Couples nicht gegeneinander an, sondern in Teams. Klaus. Okay, okay, okay. So. Mega. Komm in, Waldi. Ach, ihr auch? Noch mehr blau? Ah. Wir rocken das trotzdem. Ich bin schon wieder kurz vorm emotionalen Zusammenbruch. Nein. Ich fühle mich natürlich entrissen von Leroy, aber ich werde das überleben. Wir haben uns trotzdem alle lieb, oder? Ja. Wir rocken das! Also eigentlich brauchen wir gar nicht spielen. Ja, vielleicht ist es ja was das. Anderes. Was nicht. Was? Ja, wenn es irgendwas mit Wissen. Ich kann doch nicht mal geradeaus laufen. Oh, sei nicht so viel. Das ist so. Maria und ich haben schon eine Challenge gewonnen. Also ja. Gewinnen wir auch diese. Für mich ist das super schwer, weil Leroy hier einfach mein Best Buddy ist und meine Bezugsperson von Tag 1. Aber jetzt wird der bessere gewinnen und das wird Team Blau sein. Über den möglichen Gewinn wird bereits spekuliert. Das Team, was gewonnen hat, ist safe in der nächsten Runde. Und die anderen Paare müssen wir dann nominieren. Also die sind nominierbar. So wird es sein. Es wird, ich glaube nicht, dass jemand fliegen wird heute. Also wir sind sportlich. Köpfchen, definitiv ist er hier. The Brain. Deko. Seid ihr auch Brain? Ich will jetzt nicht so viel sagen. Nein, nachher. Alle, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Wir schaffen das. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Ach, ein Teamname wäre noch toll. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Team Loris heißen. Und wir könnten einfach alle gegen Loris. Alle gegen Loris. So alle gegen Loris. Ja, das wäre cool. Schlau, krass, ja. Welches Team wird sich beim Love Game durchsetzen? Was niemand weiß, der Sieg wird sich noch sehr lohnen. Denn kein Couple ist mehr sicher. Das Spiel kann schneller vorbei sein als gedacht. Ja! Yeah. Yeah. Euch mega! Willkommen zum Team Battle, ihr Lieben. Darf ich vorstellen, Team Endgame? Yes. Endgame. Team Endgame! Team Endgame! Team Endgame! Team Endgame! Oh, geil! Und jetzt kommt's. Team Alle gegen Loris! Wir haben gedacht, ihr dachtet. Alle gegen Loris! Okay, ihr Lieben, um heute das Spiel zu gewinnen, braucht ihr Mut, Schnelligkeit und Grips. Unser heutiges Love Game geht so. Ich werde gleich jeweils aus einem Team immer ein Couple aufrufen
Ihr kommt dann bitte nach vorne und geht in euer jeweiliges Herz. Daraufhin nenne ich euch eine Kategorie, zu der ihr jeweils 3 Begriffe wissen müsst. Allerdings habt ihr dafür nur maximum 5 Sekunden Zeit. Wenn ihr glaubt, ihr könnt diese Frage beantworten, dann zieht ihr bitte an eurem jeweiligen Seil, so schnell es geht. Welches Team als erstes gezogen hat, darf antworten. Wenn ihr die 3 Begriffe richtig und schnell genug beantwortet, dann bekommt ihr einen Punkt fürs Team. Seid ihr allerdings falsch oder zu langsam, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Eine Kleinigkeit noch. Wenn ihr an diesem Seil zieht, dann wird sich über euch ein Eimer voller Schleim. Eiskaltem Wasser. Oh nein! No way! Fuck! Dann würde ich sagen, vamos, oder? Ja. Robin und Waldi und Sean und Leroy. Ja, sie gegen euch. Oh ja, ich glaube auch. Wenn ich dann ist das halt. Wir versuchen alles. Nennt 3 bisher ausgeschiedene Couples. Sean und Leroy, go. Kim und Caro. Lisa, Daniel. Lisa und Daniel. Damit geht der Punkt an alle gegen Lörres. Immer optimistisch sein, ne? Ja, aber es immer positiv denken. Es hat schon am Ego gekratzt am Anfang, muss man schon sagen. Aus dem Team alle gegen Lörres wünsche ich mir Jesse und Tobias. Ich gewinne so oder so. Ne? Gute Einstellung. Bro. Aus dem Team Endgame Mariola und Lukas. Nennt 3 Tageszeiten. Jesse und Tobias, go! Mittag, Abend, morgens. Ich hab direkt schwarz gesehen, nachdem die erste Zeit gesagt sei ich nur auch schwarz. So, nur noch mal kurz zur Erinnerung, es steht 2-0. Sieht schlecht aus für Team Endgame. Reiß euch zusammen. Fernando guckt auch schon ganz düster. Du bekommst jetzt deine Chance. Ich wünsche mir Lörres, Fernando und Nina dabei. Kommt ihr bitte zu mir und Fiona und Maria. Go, Leute! Nennt 3 Himmelsrichtungen. Fernando und Nina, go! Osten, Süden, Norden, Westen. Ja! Yeah! Das war richtig und schnell genug. Ein Punkt für Team Endgame. Ja! Also ich habe dann gewonnen, damit ich dir zeigen kann, los, tritt euch doch mal in den Arsch. Nennt bitte 3 Sinnesorgane. Waldi und Robin, go. Nase, Ohr, Auge. Die Fragen waren eigentlich alle nicht schwer. Also die waren alle gut zu aber bewältigen. Wenn man da vorne halt dann steht, ja. Man hat einfach einen Blackout. Nennt 3 Couples, die aktuell noch in der Finca sind. Seit gestern geht die mir einfach richtig ein bisschen sehr auf die Nerven. Ja. Die Zeit war leider vorbei. Hey, sehe ich gut aus? Du immer. Du auch. Danke. Nennt 3 Primzahlen zwischen 1 und 20.
Endgame, go. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Aber 1 ist keine Primzahl, oder? Ja, Schatz, aber Fernando hat ganz viele Primzahlen genannt. Du hast geschafft. Das war ein Freitag. Ja. Ich hätte erst mal gefragt, was ist die Primzahl? Es steht 3-3, Leute. Endgame hat aufgeholt. Das sind halt blöde Fragen für mich. Dein? Ja, aber vielleicht kommt ja genau deins und da musst du am Point sein. Es geht weiter mit der nächsten Runde. Now let's begin. You're in too deep to go back again. Cash. Nennt drei deutsche Bundeskanzler und oder Kanzlerinnen. Sean und Leroy, go. Norbert Adenauer, Angela Merkel und Gerhard Schröder. Ja! Nennt drei europäische Hauptstädte. Endgame, go. Berlin, Lissabon, Madrid. Schon was. Oh, jetzt bin ich gespannt. Für Fiona gibt's noch ein Glücksbussi. Ein echtes? Nennt die drei Grundfarben. Team Endgame, go. Rot, Gelb, Blau. Richtig. Oh mein Gott. Tag. Team Endgame hat einen weiteren Punkt. Verrückt. Es steht 3-6. Ich finde es einfach unfair, dass ich mit einer psychisch labilen und einer strohdummen sonst irgendwas in ein Team gesteckt werde. Wow. So, das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Team Endgame hat gewonnen. Hat man ja gesehen, wer die wahren Lörres sind. Ne? Und zur Belohnung habt ihr euch natürlich richtig was verdient. Wir schmeißen euch heute Abend eine fette Party. Und auf dieser Party wird es richtig draggy. Alle gegen Lörres dürfen auch mitfeiern. Allerdings müsst ihr Team Endgame den ganzen Abend über bedienen. Das mache ich echt gern für euch. Ich wünsche euch eine richtig wilde Party. Eine Sache noch, kommt noch mal zurück. Alles gut? Ach so, oh toll. Nein. Oh. Glaubt ihr, dass das schon alles war für das Siegerteam? Nein, das war ja klar. Sagen wir mal so, ihr könnt euch nie sicher sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Da-dam. Ciao. Also sagen wir mal so, Annemarie hat uns aufgeheizt. Wir haben uns gefreut und innerhalb von Sekunden ist sie wieder eine Geller. Ja. Danke, Annemarie. Grüße gehen raus. Ach, nimm's dir nicht zu Herzen, Schatz. Wir haben Angst davor, dass wir sofort irgendwie heute oder morgen die Koffer packen. Also ich glaube, dass wir alle gehen nicht. Ich denke halt eigentlich in Erde, dass nur wir halt zur Nominierung feststehen dann. Die Niederlage für Team Blau lässt die Stimmung ohne Umwege in den Keller sacken. Welche Konsequenzen das noch haben wird, ahnt niemand. Wie nach jedem verlorenen Spiel heißt es erstmal, den Fehler finden. Die Couples versuchen sich an einer Analyse. Ich dachte, so safe gewinnen wir irgendwie so. Kommen so einfache Fragen, aber so Politik und sowas. Ja, Politik, das war ja kein. Ich wusste das nicht. Das ärgert mich irgendwie. Robin nimmt die Niederlage am meisten mit. Ich kann einfach unfassbar schlecht verlieren. Ich weiß auch, dass das eine ganz schlechte Eigenschaft von mir ist, aber ich habe in meinem Leben schon so viel verloren. Ich möchte einfach gewinnen. Ich bin ein Mensch, ich gebe immer auch 100% oder ich will immer auch 100% geben und fühle mich einfach nicht in der Lage, 100% zu geben, wenn ich aus meinem Umfeld gerissen werde. Mich müssen alleine, bitte. Ich fühle mich einfach jetzt gerade nicht dazugehörig. Weil ich einfach meine Emotionen nicht im Griff habe gerade. Ich liebe dich, bitte. Dich auch, mein kleiner Knallsehase. Ich kann mich einfach gerade nicht kontrollieren. Und deswegen ziehe ich mich einfach lieber zurück, als dass ich dann irgendwas mache, was ich nachher bereuen würde. Of tremor.
Torben ist einfach richtig abgefuckt, ne? Ja. Und das tut mir alles. Ich weiß, dass er nicht gegen, ich weiß, dass er nicht gegen mich ist. Das ist 100%. Er muss jetzt ein bisschen Ruhe gelassen werden. Er kommt dann gleich runter und dann. Ist halt so schade, dass man so ein Bündnis irgendwie so, weißt du so, wir müssen gegeneinander antreten, war so klar. Die heile Finkerwelt bröckelt immer mehr. Waldi hat vor allem mit einer Teamkollegin ein Problem. Ey, eigentlich war ich aus lästern, aber. Andererseits denke ich. Ich hasse es, wenn Menschen. Entschuldigung. Ja, nee. Da, jetzt habe ich angefangen zu lästern. Nee, mach. Ich hasse es, wenn Menschen einem ins Wort fallen. Ich hasse das wie die Pest. Wir sofort irgendwie heute oder morgen den Koffer packen. Also ich glaube, dass wir alle gehen nicht. Ich denke halt eigentlich in Erde. Das sind wir halt zur Nominierung feststehen dann. Nee, ich verstehe dich. Ich verstehe dich ganz. Ja, ganz ohne. Gut. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte? Ohne Worte, ich verstehe dich. Wen denkst du? Nein. Mm-mm. Habt ihr bei uns geredet? Mm-mm. Weil ihr so ruhig seid? Ihr Nein! Nee? Nein, wirklich nicht. Ich fand irgendwie, das war so komisch, so nein, wir sprechen nicht über euch. Und dann so, die denken irgendwie manchmal, ich bin dumm, das nervt mich auch so ein bisschen. Die wissen gar nicht, wie ich weiterdenken kann. Mein Mann auf dem Bett. Ja, der war gerade unten, aber der ist nicht mehr im Zimmer. Warte. Zimmer ist niemand mehr. Der war ein Käfer. Aber ich glaube, er ist wieder oben, nach oben gegangen. Ich hatte das Gefühl, es ging gerade um mich. Ich denke das dann immer. Ich weiß nicht warum. Ich denke jedes Mal, man redet über mich so. Ich weiß nicht warum. Oh. Mädels? Fiona. Das fuckt mich so ab. Ich hasse das. Das ist für mich fake. Sorry. Die ist für mich fake.